Die Weihnachtsgeschenke sind ausgepackt und wieder ist es einmal Zeit für die Map News. Neue Karten und Updates haben wir. Natürlich schauen wir uns alle im Laufe des Videos an. Wir starten mit der Kandelin. Eine Karte in Mecklenburg-Vorpommern oder von Mecklenburg-Vorpommern von Razak und Projekt Mecklenburg 17. Die Karte hat stolze 1003,22 MB und ist auch nur für PC und Mac. Ja, zusätzliche Mods werden natürlich auch benötigt. Die werden natürlich beim Start des Spiels auch heruntergeladen. Man hat hier 48 Felder, 9 Wiesen, 8 spielbare Höfe. Die meisten Höfe haben sogar eine BGA. Wenn ich hier das so richtig sehe, weil hier oben ist eine, da haben wir eine, so, hier unten ist ein Bergwerk, Zuckerfabrik, Molkerei, Sägewerk haben wir natürlich auch hier, da ist ein BGA, dann Fahrzeughändler und man benötigt das Platinum DLC auch für diese Karte, um alle Funktionen halt auch ja, zu nutzen. So, die ganzen Höfe sind natürlich auch schön zu kaufen. Wie zum Beispiel hier dieser Hof und. Ja, diverse Felder bzw. einen Hof hat man auch schon. Und schauen wir uns mal die Fahrzeuge an. Ja, John Deere 7800, der 7R haben wir auch da. Einen John Deere metrischer Pickup. Und ja, hier wäre einmal der Hof. 4 Wälder sind. Diverse Produktionen haben wir schon gesehen. Ein paar Solarparks sind auch zu kaufen. Und ja. Ja, vorplatzierbaren Windräder können separat erworben werden. Und ja, die Weitsicht schaut mal gut aus. Man hat sich hier auch viel Mühe gegeben für alles. Ja, schauen wir mal weiter. Da haben wir hier auch eine BGA. Und hier sind, glaube ich, auch wieder mal Kühe zu finden. Hier haben wir einen Solarpark, der kann wahrscheinlich auch mitgekauft werden. Ja, weiter. BGA Schweinehof. Auch recht interessant, dass fast überall BGAs zu finden sind. Ja, hier haben wir wieder ein Waldstück und ich fliege mal ein bisschen das Ganze mehr ab. Ja, Fahrzeugverkehr haben wir auch, also KI-Verkehr. Und ja, im Großen und Ganzen, ja, jetzt geht es dann eigentlich nicht weiter. Ja, im Großen und Ganzen eine Karte für große Fahrzeuge. Wenn man das Ganze halt so möchte, hier wäre der Viehhändler, da haben wir ja auch wieder diverse Verkaufsstellen, eine Müslifabrik haben wir auch da, Schneiderei, Spinnerei, alles nebeneinander. Ja, auch wieder eine BGA bei einem Hof. Ich schätze, hier sind dann auch Kühe wieder zu finden. Und ja, also BGAs sind viele. Ja, hier sind auch Gewächshäuser verbaut, wenn das stimmt, was ich hier sehe natürlich. Und ja, natürlich, was haben wir denn sonst noch alles? Ja, der Wachstumskalender wurde etwas verändert, Verkaufsstellen gibt es auch. Kaufstellen gibt es auch, da zahlt man halt mehr für das ganze Getreide, zumindest Gerste. Ist auch in Ordnung. Ja, die ganzen Fahrzeuge. Tierstelle besitzt man noch keine. Verträge sind da. Produktionen besitzt man auch keine. So, gut. Passt. Das wäre mal diese. Und natürlich, wenn du keine Karte verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal. Wir schauen dann mal weiter die nächste Karte an. Agri-PV von Yusar. 339,34 MB ist die Karte groß. Ja, und die Karte ist auch nur für PC und Mac. Also heute sind leider nur Karten für PC und Mac-Spieler dabei.
Ja, gut. Das soll eine Karte im mittleren landwirtschaftlichen Bereich von Frankreich sein. Und ja, rechteckige Felder haben wir hier. Ein großes Gebiet mit insgesamt 3 Feldern haben wir schon. Da, wo auch schon ein Hühnerstall und ja, die diversen Stallfahrzeuge vorhanden sind. Ja, diverse Wälder gibt es. Und für die Platinum DLC Früchte ist auch alles da. Der Wachstumskalender wurde nicht verändert. Verkaufsstellen, ja, hat man. Auch für alles, na, für Heu, Stroh und Gras leider nicht. Aber diverse Produkte kann man verkaufen, bis auf Schokolade und Bretter. Möbel gehen wieder, Salat geht zum Verkaufen. Ja, die neuen Früchte gehen auch verkaufen. Ziegenmilch haben wir auch. Ja, Stallfahrzeuge, das schaue ich gleich durch. Einen Hühnerstall hat man schon. Verträge, zumindest einen hat man auf jeden Fall. Bäckerei, Schneiderei und Spinnerei hat man schon. Und ja, das wären dann hier mal die Stallfahrzeuge. Ja, damit kann man schon ein bisschen was anfangen. Und ja, das wäre der Starthof. Ich muss sagen, es gibt schlechter gestaltete Starthöfe. Hier wäre der Hühnerstall und ja, recht annehmbar würde ich mal sagen. Und ja, okay, hier hat man große Flächen, wahrscheinlich zum Erweitern des Hofes, eventuell. Das Ganze ist eingezäunt. Okay, ja, ist natürlich für jeden Geschmack nicht. Und hier, glaube ich, ist ein bisschen was daneben gegangen, dass die Bäume mitten im Feld sind. Ist etwas blöd. So, da haben wir eine Wasserstelle. Und ja, Rundumblick, der passt auch, würde ich mal sagen. Und ja, Forst hat man hier auch. Ein kleines Dörfli. Schaut auch recht annehmbar aus. Hier haben wir Verkaufsstelle. Und ja, eher meiner Meinung nach eher langweiligere Karte. Ja, der Rundumblick hat was. Großteils eben ist diese Karte. Und ja, für sowas muss man natürlich sein. Meine Karte wäre das hier nicht. So, ja, insgesamt hat man hier ja 33 Felder und ja, wie gesagt, man muss für diese Karte sein. Meine Karte wäre das hier nicht. Kutas vom Traktorus TM. Man hat hier insgesamt 42 Gebiete, hauptsächlich rechteckig, wahrscheinlich sehr für ja, Helfer geeignet. Eine Karte im ungarischen Stil und ja, Multifrucht hat man auch. Nämlich Roggen, Hirse, Rüben, Zwiebeln, Hopfen, Mohn, Hoden, Triticale und ja, natürlich rote Beete unter anderem. Karotten sind etwas komisch dabei, aber nun ja. Irgendwie etwas. Nun ja. Lock, Pixelfarm, okay, ein Warning. Ein Error-Foliage-System, das sind meine Fehler, ich weiß nicht, von woher die kommen, oder Warnings. Und ja, soweit eigentlich fehlerfrei. Der Wachstumskalender, da ist auch alles richtig, soweit richtig eingetragen. Ja, Verkaufsstellen, die sind, soweit ich sehe, alle verfügbar. Auch für die neuen Früchte ist es leider nicht auf Deutsch alles. Stallfahrzeuge besitzt man keine, Tierställe besitzt man keine, Produktionen besitzt man auch keine, Verträge hat man hier aber wenigstens. So, da fliege ich mir das Ganze etwas ab. Es ist eine kleinere Karte, die auch flach ist. Und gut, 42 Länder, verfügbare Bauplätze gibt es 3. Dann insgesamt gibt es 4 Höfe. 3 Höfe sind so Hinterhofhöfe, also eher kleinere, und einen Bauernhof.
Ja, was besitzt man eigentlich schon? Ein Feld, das ist alles. Okay. Ist soweit auch in Ordnung. Die Höfe, die beziehungsweise die ganze Flächen kosten. Ja, das ist Silo. Das wäre im Prinzip der Hof. Der ist momentan, vor allem auf den leichten Spielermodus, unkaufbar. Mit dem Stadtgeld natürlich kann man sich auch diverse. Natürlich kann man sich nicht gut diverse Armen, man kann sich halt auch ja, etwas Geld aufnehmen von der Bank und im Großen und Ganzen war es das soweit mit dieser Karte. Die ganzen, das Ganze ist auch schön irgendwie angelegt. Vor allem die ganzen Texturen passen eigentlich soweit. Da haben wir rote Beete zum Beispiel. Und im Großen und Ganzen war es das mit dieser Karte. Mehr gibt es leider nicht zu sehen. Und ja, auf zur nächsten. Eagle Eye County von Chess64. Und die haben wir gleich, ja, das Ganze für. Ja, ein kleines Häuschen mit allem drum und dran zum Schlafen und die Klamotten zu wechseln. Gut, so schaut der Hof aus. Die Karte, sagen wir so, Alien Jim hat die Freigabe gegeben für Chess, dass er einige Teile von seiner Nomadland nicht verwenden darf. Finde ich super. Dann haben wir auch eine schöne Aufteilung der Felder. Zusätzliche Früchte haben wir auch. Da sind Zwiebeln, Hopfen, Lavendel, Kohlen, Tabak, Hanf, Buchweizen, Pastinaken, Millet, das ist glaube ich Roggen und rote Beete. Ja, soweit passt das. Was besitzt man schon? Vier Gebiete, wo man auch schon Hühner hat, Kühe, Schweine und Schafe. Also man kann im Prinzip Vollgas durchstarten. Gut, alles ist auch eingetragen. Normalerweise sollte die Lok auch sauber sein. Und ja, neue Icons besitzt die Karte auch. Schokoladebretter, Möbel. Bretter kann man verkaufen, Möbel kann man nicht verkaufen. So, Buchweizen geht verkaufen, rote Beete, Pastinaken, das funktioniert auch soweit. Und okay, so, Stahlfahrzeuge haben wir auch, ist mal was Schönes, da sieht man Schafe, Schweine, Kühe, Hühner. Verträge gibt es auch und Produktion besitzt man keine. Okay, so, was haben wir da? Da eine Biogasanlage, 1 Megawatt, okay, ja. Dass die so hoch Flammen ausstoßen, glaube ich nicht, dass das Original ist oder so gehört, aber gut. Ja, dann haben wir hier etwas für den Kalk bzw. Gesteinsbrecher. Und da haben wir auch eine große Förderlage. Ja, ist in der alten Steinbruch ein Tagebau. Gut, Forst hat man auch schön durchgemischt. Und ja, eben ist die Karte immer nicht, ist mal was Schönes. Auflockerungen sind auch vorhanden. Zum Beispiel die Bäume, Rundumsicht passt auch, würde ich sagen. Stahlfahrzeuge, ein alter Mähdrescher. Ja, ist mal was Neues. Schaut richtig urig aus, gefällt mir. Gefällt mir wirklich. So, dann zum anderen hat man auch schon was da. Ah, das hat er so hergestellt. Auch gut. Und mehr hat man hier nicht. Auch gut. Ja, passt. Ist in Ordnung. Man hat schon halt ein paar Fahrzeuge. Sägewerk hat man hier. Und ja, das hier ist Buchweizen. Eigentlich eine gelockerte Karte. Ist aber garantiert nicht für jeden. Und gut, ich würde mal sagen, dass durch, dass das Video eigentlich nicht so lange werden soll,
schauen wir mal weiter, was es sonst noch so gibt. La Pinsonnière von Gizmo Mulligan. Eine fiktive Karte mit französischem Charme, genauso auch mit Schweizer Charme. Ja, rund um sich schaut richtig gut aus einmal. Fehler haben wir momentan keine. No store item for XML. Okay, ja. Okay, das heißt, ein paar Dinge sind irgendwie eingeschränkt. Sonst sehe ich eigentlich nichts. Also, großteils sollte diese Karte funktionieren. Ah, ein Zirkus hat man auch, ja. Ja, was gibt's da so alles zum Spielen? 35 köpfliche Felder, eine kleine angenehme Karte, kein Multifruit, KI-Verkehr gibt's auch. Da haben wir zum Beispiel einen Hühnerstall. Besitzt man überhaupt schon was? Ja, einen Schafstall besitzt man mit 20 Lemon, einen Hühnerstall mit maximal 63, da haben wir schon 60 weibliche und 2 männliche Küken, Kuhstall, da hat man auch schon Kälber, zweimal weiblich, jeweils 10 Stück und einmal Ferkel mit 30 Stück, wo 270 reingehen, Kuhstall gehen 80 rein. Ja, im Prinzip nicht schlecht, der Wachstumskalender wurde nicht verändert. So, Verkaufsstellen, ja, kaufen und verkaufen kann man auch, aber man macht dabei, wenn dann nur Minimalgewinn oder Verlust. So, Schokolade, Bretter, Möbel sind leider nicht da, aber Rote Bete, Pastinak und das Ganze geht zu verkaufen. Ja, Stahlfahrzeuge hat man, die Tiere habe ich schon, Verträge hat man und ein mittleres Gewächshaus besitzt man auch schon. So, Stahlfahrzeuge. Und ja, bevor ich es vergesse, man benötigt ein paar Mods, die werden nicht automatisch heruntergeladen, weil zum Beispiel dieser Schuppen hier, den muss man sich herunterladen, genauso wie der Unterstand hier und ja, Fahrzeuge und das Ganze besitzt man genug. Hier haben wir das Farmhaus und ja, mit dem kann man, wenn man möchte, schon auch anfangen. Das wäre auch der Startlauf. Da vorne haben wir ein Silo. Und ja, Straßenverkehr haben wir dann. Halbwegs ohne Fehler. Leicht hügelig ist das Ganze auch. Meiner Meinung nach eine richtig schöne Karte. Eine schöne Karte muss nicht unbedingt groß sein. Hier kann man auch einen Hof herstellen, wenn man möchte. Also Multiplayer geeignet schaut sie auch aus für meine Verhältnisse, meiner Ansicht, sagen wir so. Und ja, hier haben wir auch schon einen Schweinestall. Ich glaube, die ganze Stelle besitzt man schon, aber das Gelände muss man sich noch kaufen. Ja, den Hof hat man, dann hat man hier unten das Gewächshaus, das Gebiet, wo das Gewächshaus steht. Die Bienenstöcke besitzt man und ja, das Ganze muss man leider zumindest das Gebiet kaufen. Ist aber nicht so großes Problem, würde ich sagen. Und ja, eine kleine, feine Karte, auch mit Weintrauben schon vorplatziert. Also ja, eine schöne Karte, vor allem Singleplayer und auch Multiplayer geeignet. Und mit damit verabschieden wir uns von den neuen Karten und ihr wisst, was kommt, nämlich die Updates. Und da fangen wir mit der Riedwelle an. Die Riedwelle ist von Martin 1986 und die neueste Version ist die Version 2.1. Und da haben wir vor allem mit dem Oldgamer schon oft darauf gestreamt und wir haben dann auch einen Spielstand darauf, wo wir auch so einiges schon umgebaut haben. Und ja, 3 neue Höfe, mehr Verkaufsflächen, mehr Bodenwinkel, 18 Wälder. Ja, was hat sich überhaupt geändert? Das habe ich schon im letzten Video gesagt. Nämlich 50 Felder, 14 Feld 14 wurde angepasst,
So Wiese 50 wurde angepasst und die Zaun wurde entfernt, der Schnee beim Händler wurde entfernt. Bei der Gärtnerei wurde der Wiesenuntergrund hinzugefügt, ist also jetzt düngbar. Ampeln, ja, die stören mich. Feuerwache, kleine Feldwege bei Wiese 38, Kreuzung bei Feld 90, deutsche Baustellenschilder, dann Wasserplane, Schranken und etwas Deko im Wald 16 wurde hinzugefügt und verändert. Deko wurde teilweise einen neuen Besitz nach dem Feldkauf oder geht teilweise in den neuen Besitz. Rehe kommen jetzt nur abends, Outdrive-Kurse und die Moddesk wurde erhöht. Beaver Hollow Version 1.0.1.1 von Squeakless. Hier haben wir 20 Farmlands, 10 Felder, 3 große Wälder, 10 Tree Types, also 10 verschiedene Bäume, dann ein Zugsystem, Sägemühle und so schaut die ganze Karte aus. Ja, nicht persönlich, aber mein persönlicher Fall ist diese Karte nicht. Da gibt es aber viel zu tun für unsere Forstliebhaber. Und das Einzige, was sich geändert hat, war die Placelle XML wurde gefixt. Die wurde vorher nicht geladen. La Franchise Version 2. So, zwei Kuhstandorte, zwei Kuhparzellen. Gibt es zwei Parzellen für Kühe, drei Parzellen für Pferde, 6 Verkaufsstellen, zwei Händler gibt es sogar. Und ja, so schaut die Karte aus. Um euch das Ganze etwas näher zu bringen. Und ja, da gibt es diverse Mapper bzw. Leute, die mitgearbeitet haben. So, Version 2. Folgendes wurde hinzugefügt und ein neues Safe-Gebiet empfohlen. 7 neue Nutzpflanzen, welche steht natürlich nicht da. Fußgängerverkehr, Warnungsstreifen, okay, Warnstreifen für bestimmte Auslöser wurden hinzugefügt, um sie anzuzeigen. Okay, dem New Holland Store wurde eine Reparaturstelle hinzugefügt, Optimierung der Karte, Lock ist fehlerfrei, Testrunner für die Karte wurde optimiert und es erwartet sie noch weitere Überraschungen. Okay, kann ich jetzt nicht so sagen, aber ist schön, das dazu zu schreiben. Kalinowka, auch wieder alles in Englisch, da wurde auch jede Menge geändert. Die neueste Version ist Version 2, Precision Farming Rice Plus Ready. So, wichtig, New Curse, also ein neues Safe-Gebiet benötigt. Liste der Änderungen, die ist extrem lang. So, es ist der Bereich in der Nähe des Bauernmarkts, der wurde vergrößert. Die Geländewinkel wurden erhöht, nämlich auf 360 Grad. Es wurde ein Skript hinzugefügt, um die Anzahl der Tierstellen von 10 auf 64 zu erhöhen. Das ist hier. Ich habe mir das auf der Seite natürlich etwas übersetzt. Dem Shop wurde eine neue Art PE-Zäune, einen günstigen Preis hinzugefügt, Silos mit unterschiedlichen Volumen. Ja. So, am Lager wurde eine Silogrube, Klee und Silogrube hinzugefügt, neue Nutzpflanzen, nämlich Klee und Luzerne. Die sind natürlich auch in den ganzen hier eingetragen. Der Kuhstall hat 300 Tiere, 3 Schweineställe und 200 Tiere, insgesamt 2 für, okay. Der Kuhstall wurde für 300 Tiere und 3 Schweineställe für jeweils 200 Tiere, der wurde das Ganze angehoben. Ja, 6, auf der Baustelle Nummer 6 wurde die Baufläche vorbereitet, der Wald und die Karte wurde insgesamt wurde optimiert und ist dadurch FPS stabiler geworden. So, alle neuen Pflanzen aus dem DLC wurden in der Karte integriert. Bei Nummer 10. In der Agroproduktfabrik ist eine neue Produktionsanlage entstanden. Konservierungsprodukte, nämlich die vom DLC. Dann Nummer 11. Verkaufsstelle für Wurzelfrüchte wurde hinzugefügt.
Dann, alle Träger wurden korrigiert. Die Preise für einige Waren und Feldfrüchte wurden geändert. Bauelemente für Preistabelle wurden hinzugefügt. Und ja, da geht es noch so weiter. Produktionslärm in der Brennungsfabrik wurde reduziert. Die Kosten für Verkaufsstände von Stroh wurde um 20% erhöht. Probleme beim Verkauf von Hackschnitzel wurden behoben. Da bin ich jetzt bei 18. Da ist nämlich an der Kreuzung in der Nähe der Tankstelle kommt es zu keinen weiteren Verkehrsunfällen mehr. Weiters geht's mit 19. 19, da wurden alle Stümpfe und Dekorationen aus der Insel und Feldern entfernt und sind auch durch das Kaufmenü verkaufbar. Die Flughöhe der Flugzeuge wurde erhöht und der Ton wurde leiser. So, 21 kleine visuelle Fehler wurden entfernt. Dann die Geschwindigkeit des Brennungsverkaufs wurde erhöht, der Auslauf wurde angepasst, Tierfutter wurde zusätzlich rote Beete und Pastinaken hinzugefügt. Pflanzen für die Ernte mit Maisvorsätzen wurde korrigiert. So, 25 fehlende Texturen bei den Ladebändern wurde behoben, 26 Abfahrten in der Nähe des Braches wurde hinzugefügt, um Wasser, das ist das hier, zusammen fehlende Kollisionen bei einigen Objekten wurde behoben, der Spawner von Paletten in der Palettenfabrik wurde geändert, Ertrag einiger Feldfrüchte wurde geändert, was steht leider nicht da. Verkaufsstand für Baumwolle, Weintrauben und Oliven wurde wieder hinzugefügt. Finde ich schön, vor allem wenn sie drin sind. So, erhöhte Kapazität in Produktion und Verkaufsstellen und Zuckerfabrik wurde die Möglichkeit erweitert, also hinzugefügt, Zuckerrohr zu produzieren. So, die Karte kommt von Steam RMG. So, und schauen uns gleich einmal auch die Karte etwas an. So schaut sie aus. Für jeden, der sie spielen möchte. Goldcrest Valley Multi 8.2.0.1 ist die neue Version Deutschgamer. Was hier gemacht wurde, steht leider nicht. Methan, Schweinefutter, Diesel und Kalk. Es gibt Methanproduktion, wo man Raps, Sonnenblumen, Silage, Wasser, Stein hineingeben kann und es steht Methan, Schweinefutter, Diesel und Kalk. Ja, 31 Felder, 17 Verkaufspunkte, Biogasanlage, 17 Produktionspunkte. Ja, mehr gibt es nicht. So, Nordfriesische Marsch, vierfach ohne Gräben. Es gibt auch die mit Gräben. Im Prinzip ist das gleich, was hier geändert wurde. So, Version 3.9. Es ist eine Vierfachkarte. Und hier wurde die Stromleitungskollision rausgenommen. 11 neue Produkte wurden eingebaut. Schafe geben nun Milch. Smogpartikel fehlen in Verbindung mit Emergency Pack wurde behoben. Und dann geht es weiter mit Grabendeko. Bei Feld 8081 wurde kleiner skaliert. Rapsertrag wurde erhöht. Und somit sind wir auch wieder mal fertig. Alle Maps sind natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere den Kanal, damit du keine Karte mehr verpasst. Und wir sehen uns natürlich in 2 Tagen wieder. Ciao, ciao.